Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Raging Blast 2. Ja, meine lieben Freunde, ich beantworte wieder eure Ask Spooky Boy Fragen, die ihr mir auf Twitter gestellt habt. Wenn ihr natürlich auch eine Frage habt, dann stellt sie mir genauso auf Twitter mit dem Hashtag Ask Spooky Boy. Ist ganz wichtig, dass dieser Hashtag dabei ist, weil sonst kann ich diese Frage nicht sehen oder beziehungsweise finden. Deswegen einfach diesen Hashtag dazu schreiben, dann finde ich das auch. Und ich werde heute mal mit Picon spielen, ist ja ein Filmcharakter. Und ich würde mal sagen, legen wir einfach mal los. Unser erster Gegner ist Piccolo und Goten. Das ist ja mal sehr schön. Auch ein Namekianer. Ich bin ja auch ein Namekianer. Also jetzt hier der Picon. Aber auch wenn er nicht so aussieht. Aber naja. Gibt es eigentlich mehrere Namekianer ohne Nasen? Habe ich noch nie gesehen. Außer Picon halt. Aber egal. Kommen wir zur ersten Frage. Die kommt von SaiyajinGamer93. Hashtag AskSpookyBoy. Würdest du es besser finden, wenn der Super Saiyajin Gott so aussehen würde? Ah, hat noch ein Bild dazu gesteckt, ist ja ganz gut. Nein, würde ich nicht. Ich bin ja sowieso jetzt nicht so der Mega-Fan von den ganzen Verwandlungen, die es bei Dragon Ball und Dragon Ball Z gibt, also von den Super Saiyajins, weil, wenn man sich jetzt mal diese ganzen Verwandlungen anguckt, die sind jetzt nicht optisch irgendwie alle mega krass oder so, also die verändern sich jetzt nicht wirklich hammerhart. Der Super Saiyajin 1 hat, naja, sag mal, weiches, helles Haar. Der Super Saiyan 2 hat Blitze mit sehr krassen Haaren. Und der Super Saiyan 3 hat auch Blitze mit nur langen Haaren. Und eben keine Augenbrauen mehr, weil die von Muskeln überdeckt wurden. Und, naja, erst ab dem Super Saiyan 4 hat sich so wirklich was verändert. Aber das gehört ja nicht so wirklich dazu. Die Dragon Ball Z, deswegen kann man das aber noch nicht dazu zählen. Ich muss schon sagen, dass ich über die Gottform damals schon ein bisschen glücklich war, und ich finde jetzt den blauen Modus, also mit den blauen Haaren da, finde ich jetzt auch nicht wirklich schlimm. Solange es jetzt halt nur wirklich bei dem bleibt und danach nicht irgendwas mit grünen Haaren kommt oder so. Ich weiß, ich habe diesen Beispiel schon oft gebracht mit den grünen Haaren, aber ich bin halt ehrlich und vertrete auch meine Meinung dauerhaft. Also, ja, bin ich einfach ehrlich. Aber könnt ihr mal so eure Meinung dazu reinschreiben mit den ganzen Verwandlungen des Saiyajins, wie ihr das findet. Fändet ihr das da unten besser? Weil das ist jetzt nicht wirklich anders. Er hat halt ein affiges Fell dort, so wie das Super Saiyan 4 und Super Saiyan 3 Haare so ein bisschen. Naja, das als Gott, ich weiß nicht. Also ein Gott muss ja schon irgendwie spezieller aussehen wie das. So, Hyper Tornado. Sehr schön. Haben die Runde sehr episch. Ja, geschafft. Picon, der ohne Nase. Aber okay. Aber okay, ihr könnt ja wie gesagt mal eure Meinung dazu schreiben. Also die Fragen, wie ich gesagt, das sage ich jetzt in jedem Video irgendwie. Die Fragen, die ich beantworte, dürft ihr natürlich in den Kommentaren auch so beantworten. Und wie gesagt, das ist halt zum Geben und Nehmen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool und so geil. So geil. Zur nächsten Frage kommen wir gleich. Ich will jetzt aber erstmal die nächste Mission aus. Wie hieß eigentlich der Film, wo der mitgemacht hat? Hieß der nicht Dragon Ball Z der Film, wo auch hier in den deutschen Kinos lief? Also bei mir lief der, glaube ich. Gewinne während deine Gesundheit stetig abnimmt. Schwere Gesundheit nimmt stetig ab. Ja, machen wir mal. Sollte kein Problem sein. Ist ja nur ein Gegner. Mecha Freezer. Freezer. Den muss ich, glaube ich, auch nochmal spielen. Also ich werde sowieso jeden einzelnen Charakter spielen. Und dann ist dieses Projekt ja auch vorbei. So, die nächste Frage kommt von UshiaLegend21, Hashtag AskSpookyBoy. Was halten deine Eltern von deiner YouTube-Karriere? Sehen sie es als richtigen Beruf für dich an? Ja, ist natürlich so ein Thema, wo, glaube ich, kein Elternteil mit ganz zu 100% dahinter steht. Also, was heißt nicht dahinter steht? Also, ich glaube, jedes Elternteil, die einen Sohn, eine Tochter oder sonst was haben, es gibt ja auch nur die zwei, die dann YouTube machen, die würden sich natürlich eher wünschen, dass ihr Kind vielleicht was Richtiges macht. Kann ich natürlich auch verstehen, aber wir leben halt im 21. Jahrhundert und das spielt sich halt zum Teil jetzt echt im Internet ab, und da muss man sich dann eben zufrieden geben, und meine Eltern haben damit kein Problem, dass ich das mache, solange ich eben Spaß dran habe, und das ist denen am wichtigsten, und das finde ich auch ganz gut, dass die da mir nicht im Weg stehen und mir das irgendwie verbieten oder so. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich echt cool von meinen Eltern. So, jetzt gibt's ja erstmal den Donnerblitz. Ich bin ein neues Pikachu. Pikachu. So, hab das gewonnen.
Voll komisch, dass die Attacke Donnerblitz heißt, obwohl da so eine Feuerlawine rauskommt. Ja, aber wie gesagt, also solange du glücklich damit bist, wenn du YouTube machst, dann ist eigentlich alles richtig, weil es ist dein Leben, du musst es entscheiden und so sehe ich das einfach und so werde ich das auch weiterhin fortführen. Ja, wie gesagt, ist jedem seins, ist jedem selbst irgendwie überlassen und da, die Eltern sollten da einfach nicht reinfunken, finde ich. Ja, pipapo, auch wenn die Eltern das nur gut meinen, ist natürlich auch lieb und alles, aber wie gesagt, ich mein Senf. So, ich würde mal sagen, machen wir die oder die? Sehr schwer, beende den Kampf, eher, was eher wütende Seele endet. Uiuiui, die könnte echt nervig werden. Da mache ich doch erstmal die hier. Boah, sowas hasse ich. Also wütende Seele ist das eben, wo eben der ganze Himmel dunkel ist und ich so eine lila Aura habe und ich halt dann den Gegner vermöbeln muss. Und wenn das zu Ende ist, dieser Modus, habe ich automatisch verloren. Oh, das ist doch echt kacke, ey. Schon wieder in der Hölle. In der Hölle, Hölle, Hölle. Okay. Ich sollte lieber keine Scheiße labern. So, Picon. Aber die nächste Frage kommt von Ventus Wants to Battle. Hashtag AskBoogieBoy. Was wäre das Pokémon, Digimon, mit dem du deine Reise beginnen würdest? Pokémon darf ich mir ja selber aussuchen. Digimon darf ich mir leider nicht selber aussuchen. Ich fange jetzt aber trotzdem mal mit Pokémon an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus jeder Region sagen soll. Ne, ich sag's einfach von meinem Lieblingsstaat. Und das wäre dann wahrscheinlich aus der zweiten Generation das Kanimani. Oh, ich finde das so cool, ey. Kanimani. Ach, schon zu Ende? Lol. Okay, ich war eigentlich gerade so am Beantworten meiner Frage. Auf jeden Fall wäre es Kanimani, weil ich Kanimani so cool finde. Und das ist einfach total verrückt, ist dieses Pokémon. Und bei Digimons wäre es auf jeden Fall Wemon. Aber da kann ich dir gleich sagen, man kriegt einfach ein Digimon. Man kann sich nicht selber eins aussuchen. Deswegen ist das so ein bisschen schwer zu beantworten. Aber wenn ich es mir selber aussuchen dürfte, wäre es auf jeden Fall Wemon. Weil das wahrscheinlich eins der treuesten Digimons wäre. Und eins der epischsten und eins der coolsten und eins der mutigsten Digimons. Und oh, ich liebe es. I love Wemon. So, hoffe ich habe das beantwortet. Dann machen wir jetzt mal die Mission. Die kann mir wahrscheinlich jetzt richtig auf die Eier gehen. Ich hoffe, dass ich die gleich beim ersten Mal hinkriege, weil die geht so einem auf die Eier, wenn man es nicht hinkriegt. Egal. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Streckt eure Handy in die Luft und gebt mir eure Energy. Schon wieder in der Hölle. Was geht denn ab? Sasuke1236 fragt, du sagst ja immer, dass du nicht so der Beste in Englisch bist. Und wie schätzt du dich eigentlich ein von 1 bis 10? Hashtag AskBoogieBoy. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das immer sage, weil du ja immer geschrieben hast. Ich habe das vielleicht nur ein paar Mal erwähnt. Aber jetzt einschätzen. Also 10 ist wahrscheinlich super gut und 1 wahrscheinlich mega scheiße. Ich würde 50-50 sagen. Und somit hätte ich schon die Frage beantwortet, Freunde. Naja, es ist schwer. Es ist schwer. Also ich kann lesen, das kann ich auf jeden Fall. Aber, sprechen ist so ein bisschen mein Problem. Deswegen sage ich einfach mal 50-50. Ja, 50-50. Also, ja, 50-50. Da kann man schwer was dazu sagen. Aber die Mission war jetzt doch eher einfach. Okay, verstehe ich nicht, warum das jetzt so einfach war. Krass, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so einfach ist, Freunde. Aber okay. Besser, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit festhängen würde. Aber naja. So, dann kommt jetzt schon die Dragon Ball Mission. Und das wäre dann eigentlich schon das Komplette, weil ich mache ja immer nur bis zum Dragon Ball. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Aber wenn es von der Zeit her noch reicht, dann mache ich natürlich noch weiter. Oh, das wäre so cool, wenn ich Janemba jetzt freischalte. Ach, der war im Janemba-Film, stimmt. Okidoki, Artishoki. Ey, wenn ich jetzt Janemba freischalte, dann wird es ihn auf jeden Fall im nächsten Part geben. Toni fragt, Hashtag AskBoogieBoy, würdest du auch offline gegen Abos spielen? Wenn du jetzt so meinst wie Dragon Ball, Raging Blast 2, Xenoverse oder Naruto Storm Revolution oder sonst irgendwelche Spiele auf der Konsole, muss ich ehrlich sagen, nein, würde ich nicht. Weil es immer so ein bisschen schwer ist, irgendwie da jemand zu finden und wenn ich jemand finde,
dann wollen gleich alle irgendwie. Und dann komme ich zu gar nichts mehr. Aber was du machen kannst, wenn du mit mir spielen willst, ich bin des Öfteren im TS, das könnt so ein paar Leute bestätigen, und rede auch mit den Leuten dann im TS und spiele sogar mit den Leuten im TS, weil es da einfach, wie gesagt, am schnellsten geht. Da sind dann auch nicht so wirklich viele am Start. Da sind höchstens, ja, keine Ahnung, 10 Leute vielleicht. 10, 12 Leute. Und dann kann man das gut machen. Da mache ich dann ein paar Deathbro-Duelle gegen die und rede so ein bisschen mit denen, hab dann ein bisschen Spaß mit denen und lachen so ein bisschen. Das geht auf jeden Fall. Und wenn du daran auch Interesse hast, dann kannst du da gerne mal auf dem TS vorbeischauen. Link, nicht der Link. Die ID ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich verkacke hier gerade übelst. Ich muss mal mehr Technik einsetzen. Ich merke gerade, dass ich echt wenig einsetze. Und Janemba rasiert gerade meinen Schädel. Obwohl, ich habe schon eine Glatze. Mystischer Atem, Alter. Ich furze gleich ins Gesicht. Das ist dann mein Atem. So, jetzt, Alter. Alter, ich komme gar nicht mehr weg. Ich kann nicht mal... Darf ich jetzt auch mal... So, jetzt bin ich dran. Brandschuss. Alles klar. Alles klar. Alter, ich komme zu nichts mehr. Ich schwör's euch. Der Hammer. Ja, ist gut jetzt. Ich hab noch... Oh, 42 Sekunden. Verdammt. Wie gesagt, wenn ihr mal mit mir zocken wollt, im TS oder so, dann kommt auf jeden Fall auf mein TS. Ich bin wirklich des Öfteren jetzt online und spiele auch mit den Leuten. So, hab jetzt gewonnen. Perfekt. Der hat ja mir ordentlich ins Gesicht gehauen, der dieser kleine Pupskerl. Ich glaub, der spendet. Aber für eine Dragon Ball muss man natürlich auch einen harten Kampf bestreiten, Freunde. Sonst geht da überhaupt nichts mehr klar. So, und den habe ich jetzt auch bekommen. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte, wie hat euch das eigentlich mit Grandland gefallen? Hat es euch gut gefallen? Wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, wirklich alle 5 Parts einen Gast dabei zu haben. Das heißt, der nächste Gast wäre dann bei Part 25, dann wieder bei 30, 35 und so weiter und so fort. Und ich versuche halt immer jemand anderen zu haben. Ich hatte jetzt Epics, Now, Kage und Grandline am Start. Wer der Nächste sein kann, wir wissen es noch nicht. Aber ich habe da schon jemanden so in so einer Planung. Und den würde ich dann auf jeden Fall reinziehen in das Boot. In das Boot oder in das Video. So, Picon haben wir abgeschlossen. Wir haben Janemba. Perfekt, dann wird es auf jeden Fall im nächsten Part Janemba geben. Oh, richtig geil. Einer meiner Lieblings... Naja, Bösewichte im Film. Muss ich ehrlich sagen, ich finde den richtig cool. Auch wenn der nicht wirklich... redet, aber der Typ ist einfach genial. So, wie viel Schaden kannst du in 120 Sekunden verursachen? Naja, viel, wenn mein Pimmel geladen ist. Nein, legen wir los und rasieren Goku und Vegeta. Obwohl, die zwei würden mich wahrscheinlich rasieren, aber naja. Okay. So, das ist aber die letzte Runde jetzt. The Joker, Hashtag AskSpookyBoy, fragt: Spooky, bezeichnest du dich selbst als Anime-Fan? Ja. Tue ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du meine Roomtour gesehen hast. Mein Zimmer ist sehr Anime-Manga-mäßig. So ein bisschen. Ja, ich würde mich auf jeden Fall als Anime-Fan bezeichnen. Und wer das nicht tut, der hat auf jeden Fall was geraucht. Es gibt natürlich so ein paar Zeiten, wie zum Beispiel jetzt, wo ich absolut keine Zeit habe für Animes. Aber wie gesagt, es gibt halt manchmal auch andere Sachen, wo eben dann vorgehen. Und damit muss man sich dann einfach zufrieden geben. Aber ich versuche dann immer, wie gesagt, die ganzen Animes nachzuholen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe schon seit mehreren Zeit jetzt gesagt, ich will Nanatsu no Taizai gucken. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Es ist wirklich komplett nervig, weil ich einfach, wie gesagt, keine Zeit finde, diesen Anime anzugucken. Oder ich wollte Overlord angucken, habe ich auch noch nicht angefangen. Dann wollte ich Prison School anfangen, habe ich auch noch nicht angefangen. Das Gute daran ist aber, dass die Serien noch nicht vorbei sind. Wir haben jetzt ein paar Folgen, ich schätze mal 7-8 Folgen. Und da bin ich mir sicher, dass ich die demnächst auch wirklich anfangen kann. Und dass ich dann eine, wie gesagt, naja, gute Menge an Folgen habe, die ich dann einfach auf einmal angucken kann. Ach, verdammt, ey. Ist egal, glaube ich, ob ich die jetzt besiege oder nicht. Ich muss nur viel Schaden anrichten. Dann wird eben der Punktestand oben in eine Wertung umgewandelt. Verdammt, Alter, wie stark ist denn der? Alter. Ja, aber wie gesagt, ich bin auf jeden Fall ein Anime-Fan und werde das auf jeden Fall auch immer sein. Aber es gibt halt echt Momente, wo andere Sachen vorgehen. Verdammt, ey, ich darf nicht sterben. Hyper-Tornado, bam. Vor meine Füße, bitch. Ich muss den mal wegkicken. Ich muss das jetzt echt noch überlegen. Nein! Oh, Konzentration, Freunde.
Und tschüss. So, was haben wir noch für eine Attacke? Ich glaube, ich versuche jetzt mal meine Ultra-Attacke noch einzusetzen. Wenigstens im Finale jetzt noch. Oh, meine letzte Energie geht auf dich, Goku. Ich bin bereit. Donnerblitz. Pikon. Das müsste ihn erledigen. Was? Was? Das hätte nichts abgezogen. Das ist eine Ultra-Attacke. Fick dich. Fick dich. Ah. Fick dich. Ich will keine Freundschaft mit dir. Du bist blond. Hüp. Na, verdammt. Keine. Wehe. Gerade noch überlebt. Wie knapp war das denn? Verdammt, ey. Das ist ja absolut unlustig. C++. Ja, ich bin ja mal sehr gut gewesen, Freunde. Findet ihr nicht? Naja, dann würde ich aber jetzt auch an dieser Stelle das Ganze hier beenden. Den Dragon Ball haben wir bekommen. Das ist auch das Wichtigste in so einem Charakter-Part. Wenn ihr Fragen habt, Freunde, dann stellt die mir auf Twitter mit dem Hashtag AskBookieBoy. Es liegt an euch, ob diese Serie weitergeht oder nicht, ob wieder ein neuer YouTuber am Start sein wird oder nicht. Es liegt nur an euch, deswegen Fragen stellen. Und ja, dann sehen wir auf jeden Fall weiter, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tödele.